feindlicher Bereich. Voila. Gut, dann speichern wir hier mal, ne? Weil, so wie ich das Spiel kennen werde, werde ich gleich umkippen. Gewaltsam öffnen. Auch keine Gewalt, Digga. Ich bin Technik-Profi. Ist die Dingens von Evelyn? Kennen wir? Wahrscheinlich nicht hier, ne? Ich würde gerne noch optional die Kabine von Evelyn angucken. Weil da finden wir safe neue Hinweise. Das ist doch kein feindliches Gebiet mehr, oder? Oder schon? Möge das Blutbad beginnen! Schön reingejoint, Alter. Schön reingejoint in den Lachs. Ah, okay, es sind nur 50 Leute hier. Okay, cool. Cool, Bro. Ja, wo sind... Ach, ich habe gar keine Waffen! Ja, mit einem Samurai-Schwert jagt er mich jetzt, oder wie? Oh, ja. Wir sind sowas von tot. Kann ich hier rüber? Oder... Achso, das ist ein fucking Spiegel! Oh mein Gott. Ja, ich klinke mich mal hier kurz ein, ne? Ja, das ist Quatsch. Ich glaube, ich lasse mich kurz verrecken, oder? Weil ohne Waffen kann ich mich nicht mal wehren. Hä, als ob hier auch Leute sind, die direkt auf mich fallen. What the fuck? Ach, das sind so Dinger, wo ich ein bisschen Kohle bekomme. Okay, 55. BD. Und hier bin ich irgendwo draußen. Digga, was? Wo zum Fick? Bin ich hier? Ach, ich bin wieder hier. Alter, krass, dass man hier raus, rein, ne? Okay, aber ja. Es sind viel zu viele Leute. Ich darf da nicht rein. Ich darf da nicht rein. Ich muss Evelyns Dingens finden. Die Nummer 11. Und dann zu diesem Typen rein ins Büro. Oh, shit. Warte mal. Habe ich das schon? Nee. Digga, hat Narake schon wieder donated? Für den unterhaltsamen Stream, den ich leider nur momentan im Mai verfolgen kann, aber mach weiter so einen schönen Abend. Ah, verstehe. Hier und Chat LG. Was ich beitrage? Ist Narake noch da? Der hat nämlich, glaube ich, schon wieder 25 Euro donated. Ich weiß, und ich habe es nicht mal gesehen. Goddammit. Vielen Dank, Narake. Oh, ärgerlich. Feindliches Gebiet. Warum ist das feindliches Gebiet? Okay, sicheres Gebiet, cool. So. Nummer 12. Okay. 13, 14. Das heißt, 11 ist irgendwo hier. 10,
9. Wo zum Teufel ist die? Ah, hier. Was ist die 11? Werfen wir mal einen Blick drauf. Blut. Noch frisch. Nicht viel. Stammt eher von einer Wunde als einem Mord. Der Geier hat auch physisch. Geschieht ihm recht, Alter. Schönen Tritt ins Gesicht. Aber was ist mit ihr? Der Kunde war wohl nicht der Verrückte. Irgendwas hat sie durchdrehen lassen. Alter Schwede, der muss auch des Todes traumatisiert sein. Der wollte doch nur Füße. Was meinst du? Cyberpsychose? Klingt verrückt, aber vielleicht wurde sie aus der Ferne gehackt. Netrunner? Seltsam. Okay, ja gut, ich meine, jetzt haben wir ein paar Infos mehr, ne? Was? Was kann ich denn hier aktivieren, benutzen? Ach so, ich kann mir das nochmal ansehen. Gut, ja, juckt nicht. Alrighto! Dann gehen wir mal weiter. Theoretisch kann ich das hier öffnen, ne? Jetzt bist du am Arsch! Ich wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen, Bruder. Ach du Scheiße, Digga. Ja gut, komm. Komm, bring mich einfach um. Komm. Ja, ne, lass es uns tun, Digga. Digga, ich mach dem 400 Damage. Die haben aber ein paar Schüsse gebraucht. Ich wollte nur das Fenster aufmachen, um frische Luft... Ne, bei Corona ist vorgeschrieben, ab und zu muss man das Fenster öffnen und lüften. Für einen Puff, egal was für ein Jahr es ist, sollte es keine Ausnahme geben. Und die sind so aggro, die haben wahrscheinlich... 2077 so hart die Schnauze voll von diesen Bastarden, die immer lüften müssen wegen Corona, dass die komplett durchdrehen und dich direkt umbringen wollen. Ja, ich hab dieses Motorrad. Ich weiß wo. Verständlich. So, wir gehen nochmal ganz kurz nach unten. Gucken uns das nochmal an, weil wir damit... ein paar Zusatzinfos haben. Will ich da rein? Nein. Da. Hier. Cool. Gut. Werfen wir mal einen Blick drauf. Überspringen. Von einer Wunde. Zieh dir die Sicherheitsaufnahme an. Okay. Haben wir gemacht. Cool. Jetzt sind wir hier. Gut, ich speichere ganz kurz. Es gibt eine Waffe. Aha. Technische Fähigkeit benutzen. Regal freiräumen. Verbinden. So, ist es immer das Beste, Data Mining V3 zu machen? Große Anzahl. Okay. 1C5594. Neun E. Das meinte ich. Ah, okay, wir können das andere auch noch lösen. Ah, okay, ich verstehe. Gut, feindliches Gebiet ist nicht so geil, wenn wir rumlurken, aber
Scheiß drauf. Aha. Gewaltsam öffnen. VIP. Ein Messer. Okay, ich schleich mal um das ganze Ding rum, weil ich das Gefühl habe, hier kann man viel finden. 55 1 CBD. BD und 9... Genau, okay, gut. Einfach nicht. Scheiß drauf. Cool. Warum sind diese Gebäude so riesig? Also, ich weiß nicht, Mann. Es gibt so viele Räume. Gleich gehen wir noch in... ins obere Stockwerk. Das ist ein Aufzug. Scheiß auf den Aufzug. Hey. Hallo. Da bin ich wieder. Zugriff gewährt. Okay. Also, jetzt wird's tricky. Darf ich das öffnen? Ich save lieber nochmal. Okay, sicheres Büro, hier sicheres Ding ist weg, aber es ist nicht böse. Wir dürfen scheinbar das machen hier, keine Ahnung. 1CBD. BD. 1C. Okay. Okay, davon kriegen wir jedes Mal ein bisschen Cash. Das ist einfach nur dafür, ne, scheinbar. Und der Aufzug bringt mich wahrscheinlich dahin, wo ich gerade eben war, oder? Ja, bin bereit. Hab neue Hardware. Motorrad, nicht Motor. Selbst eine Waschmaschine hat einen Motor. Ich glaube, wenn ich da durchgehe, rastet die komplett aus und dann ist vorbei. Können wir? Ja, feindliches Gebiet. Hä, aber die Kundin geht hier auch durch. Gerade aufgestanden, einfach so. Puh, der ganze Chat schreit schon. Lies mal den Chat ein bisschen. Geradeaus. Ja, ja, chillen. Ich will nur den wegknallen. Ich glaube, die sehen mich nicht da drüben, oder? Oder? Sehen die mich durch die Scheibe? Ich glaube, der kommt, ne? Kann das sein? Kommt der? Scheinbar nicht. Okay, hier war nochmal der Dude, ne? Ja. Und um die Ecke war noch einer.
So, sein Latte Macchiato nehmen wir auch noch mit. Sieh dir die Sicherheitsaufnahmen an. Okay. Bin ich da safe? Fuck, nope. Ja, das ging leider, fuck my life, bro. Holy shit, was bist du für einer? Ja, komm. Kriegen wir das hinter uns, Freunde. Sind die, also sind jetzt alle alarmiert in dem ganzen fucking Gebäude oder sind es nur die beiden? Weil wenn es nur die beiden sind... Zum Teufel ist der andere hin. Zieh dir die Sicherheitskamera an. Und dann komme ich raus und eine Sicherheitskamera macht mich in einer Sekunde Alarm, Alarm und die ganze, das fucking Gebäude rippt mich wieder weg, Alter. Geist, ich habe schon mitbekommen, dass es ein Katana geben soll. Ich weiß nur nicht wo. Ah, verstehe. Natürlich bin ich dabei. Was ich beitrage? Ja, ich habe dieses Motorrad. Ich weiß wo. Na, jetzt sind wir wieder hier. Ein Messer bekommen. Bisschen Pizza. Latte Macchiato. So, da ist noch was. Nicht wirklich. So, sobald er aufsteht, muckst ich ihn ab. Ja, bin bereit. Hab neue Hardware. Motorrad, nicht Motor. Selbst eine Waschmaschine hat einen Motor. Können wir... Digga, steh auf, Mann. Ich habe keine Zeit für dich. Digga, ist das dein Ernst? Jetzt steh auf, Mann. Das haben wir schon gecheckt. Ihre Handtasche. Hatte vielleicht mehrere. Aber in der ist ihr ganzes Zeug. Sie muss es eilig gehabt haben. BH. Clown im BH? For real? Er sitzt immer noch, der Bastard, ne? So, hier kommen wir easy einfach durch. Ah, das ist unser Ziel wahrscheinlich, ne?
Verwaltung. Digga, ich habe gerade was anderes gelesen, Alter. Hey, Kunden haben hier nichts zu suchen. Das ist doch Woodman. Sei ein Schätzchen und mach die Tür beim Rausgehen hinter dir zu. Wie du siehst. Ja, bin bereit. Hab neue Hardware. Motorrad, nicht Motor. Der redet immer über den gleichen Scheiß, aber geht nicht weg von da, wo er ist. Wie will ich den denn ausnocken? Hier gibt's nur noch ein paar Drinks und so ein Scheiß. Save mal ganz kurz. Dass der nicht aufsteht, Mann. Kennst du Yotaro Shobo? Er gehört zu den T-Claws. Ja, den kenne ich. Scheiß Psycho. Die kenne ich. Was ist das? Evelyns Jacke. Zerknüllt wie ein Taschentuch. Muss schon eine Weile hier liegen. Oh. Und was soll ich jetzt sagen? Arschlöcher wie Shobo sind auf meiner Liste, ehe ich sie überhaupt kenne. Cocktailspieß. Die Liste ist aber was Besonderes. Hat eine richtige Bedeutung. Ich glaub's erst, wenn ich seine verrottende Leiche sehe. Darauf ein Amen. Der kommt jetzt nicht hier rein. Was ist denn los mit dir? Ich habe heute Mr. Jay gesehen. Als ob die mich nicht sieht. Du magst ihn. Dachte, er wäre dein Hengst. Ist er. Aber er ist nicht zu mir gekommen. Ich hab's dir gesagt, lass ihn nicht zu nah an dich ran. Vertrau mir. Je beschissener du sie behandelst, desto eher kommen sie wieder. Nein! Nicht mal was los hier! Das gibt's nicht, Digga. Okay. Alter, what the fucking hell, mate? Das ist ja krass. Oh, krass, Alter. Wieder zwei Hits und ich bin tot, ey. The fuck. Machen wir Sekiro oder was machen wir da? Er wird mich zerficken, hat er gesagt. So, wir haben noch eine Waffe, cool. Die haben wir wahrscheinlich nicht bekommen. Hätten wir den nicht geweggesnatcht, Alter. So, wir heilen, das ist gut. Okay. Überall Schritte. So, hier war das. Okay, wir gehen hier rein. Beim Rausgehen war daran irgendwas missverständlich für dich. Ich bin beschäftigt. Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Hier arbeitet keine, die so heißt. Aber früher mal. Was ist mit ihr passiert? Hat wahrscheinlich gemacht, was alle Puppen wollen. Einen Gönner fürs Leben gefunden. Kannst was Besseres kriegen. Versuch's mit Roxy in Kabine 2. Also was, er hat das andere ausgerüstet. Oh, wir haben einen Katana. Oh. Ausgerüstet. Okay. Hä? Messer.
Nee, das ist doch der Cocktailspieß. Oder? Oder bin ich lost? Hä? Hä? Ach, das ist der Cock... Hä, aber warte mal, das ist ja viel besser. Das ist ja way better. Scharf und tödlich. Pass bloß auf, dass du dich nicht schneidest. 45 physischer Schaden, 22 kritischer Schaden, 10% auf Bluten. Chance auf Bluten. Kein Crit, aber ist okay. Freier Nahkampf, Modslot. Ja, die Waffe ist ja viel besser als der Cocktailspieß. Gleicher knackiger Arsch. Verhaltenschip macht den Rest. Wirst keinen Unterschied merken. Siehst mir wie ein vernünftiger Typ aus. Wir können uns bestimmt einigen. Und du siehst mir wie ein kleiner Psycho aus, der noch nie von wem verlassen wurde. Aber mach schon. Red weiter. Naja, hab wenigstens versucht, erstmal nett zu fragen. Pass lieber auf, was du als nächstes sagst. Langsam gehst du mir nämlich echt auf den Sack. Okay, wir sind hier fertig. Und ich werde deine Bosse wissen lassen, wie du mit Kunden umspringst. Ist das witzig? Als ob's ihn juckt. Erstens, ich bezweifle, dass du weißt, wer mein Boss ist. Denn würdest du es wissen, würdest du sie nicht Bosse nennen. Und zweitens schlage ich vor, dass ich dich gleich jetzt zu Maiko bringe, nur um ihr Gesicht zu sehen, wenn du ihr deinen ausgedachten Dünnschiss erzählst. Sie hasst verlogene Wichser genauso sehr wie ich. Aber danke, dass du mir gesagt hast, wer dein Boss ist, Katana-Zieh. Dem steht's doch fett im Gesicht. B-E-T-R-U-G. Ich weiß, dass du den Laden beklaust. Wie viel hast du schon zusammen? Wovon redest du, verdammte Scheiße? Von den Eddies, die du jede Woche von Clouds Konten abschöpfst. Ich schöpf gar nichts ab. Das wäre völlig irre. Das ist egal. Ich wüsste nur gern, was die Tiger Claws wohl davon halten, wenn sie's rausfinden. Die werden gar nichts davon halten, weil's gelogen ist. Ich arbeite mit Puppen. Mit Konten habe ich nichts zu tun. Du hinterhältiger Pisser. Hast du ganz toll gemacht, echt. Diese Unterhaltung langweilt mich langsam. Nur so aus Neugier. Was ist es, das dich ausgerechnet genau an ihrem hübschen Arsch interessiert? Sie war nicht mal besonders gut. Sie war heiß, das gebe ich zu. Aber nur eine durchschnittliche Nutte auch, wenn sie sich eingebildet hat, mehr zu sein. Und wie die meisten Nutten hat sie gekriegt, was sie verdient hat. Genau wie du. Pa, 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 ri, pa, scoop, skibidi, ba, ba, bu. Alter, mach den 1000 Damage. Schließ, schlatz, schlutz, schlutzli, schlutz. Ja! Digga, wann stirbt denn der? Wann? Ich hab'n fucking Katana. Ist nicht gerade eine Hilfe. Was jetzt? Ich weiß nicht. Lies die Wahrheit von seinen leblosen Augen ab. Oder scan halt sein Deck. Das könnte funktionieren. Tja. Sell. Läuft die Sache? Bad Dragon. Das tut weh! Kaputte Puppe. Er hat sie an den Ripper verkauft? Der Chip war hinüber. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein Ripper namens Fingers in einer finsteren Gasse.
Golden Fingers. Hey, der Traum jedes Joy-Toys. So, das ist ein Katana. Und das ist wahrscheinlich... ja, das ist auf jeden Fall das. Okay, aber theoretisch ist halt das stärker, ne? Noch. Feindliches Gebiet. Ja, scheiß auf den Typen, Alter. Der hat's nicht anders verdient. Scheiß drauf. Digga, als ob der... Ich bin doch geschlichen extra. Okay, Bruder, ich habe extra aufs Leben geguckt. Ich war fast full life. Nice, erstmal schön Wasser. Schön drüber geschüttet, Alter. Cool, der hat mich gerade geone-shottet. War auf jeden Fall richtig gut. Und durchschleichen oder so konnte ich auch nicht, ohne dass er mich sieht. Ja. Ich könnte theoretisch auch da raus. Was? Ich werde dich zerficken, Hurensohn! Okay, ich kann hier scheinbar nicht raus. Nicht mehr. Oh mein Gott, wie viele sind es denn? Ich kann es nicht mehr aufmachen. Warum kann ich es nicht mehr aufmachen? Ach, Jungs. Das schmeißt es gegen die Wand, Alter. Gut, dann machen wir halt den Genji. Wenigstens habe ich meine Granaten dabei. Wir hätten hier halt rein und raus gekonnt, ne? Oh, du musst nachladen? Das ist ja blöd. Ich muss Ihnen jede Waffe... Hey, ich weiß nichts. Ich arbeite nur hier. So, Mashallah. Hat geschmeckt. War nice. Couscous. Abgewichster Geist im Kopf von einer wandelnden Leiche. Ja, wie gesagt, scheiß auf den Fettsack da. Der war eh ein Arschloch. Puh. Also ihr meint, das Schwert ist halt stärker als das andere, ne? Aber ihr meint, das hier ist besser? Von den Substats oder wie? Wenn man es verstärkt? Alter Schwede, was ist mit dir los? Du hast was versucht und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. So findest du Hellmann nie. Ach, fuck! Digga, was ist los? Ich bin full life. Was ist das? Ja.
Was willst du eigentlich von mir? Das geht alles zu langsam. Du gehst noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Hast selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst. Ich habe schon mal gefragt, was willst du von mir? Ich habe eine zweite Chance gekriegt. Und die lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Arasaka und ich haben noch eine 50 Jahre alte Rechnung offen, die ich begleichen will. Und dafür brauche ich dich. Digga, der Dude kann mit seinem Knie, er kann sich mit seinem Ellbogen nie auf seinem Knie abstützen, wenn er sitzt. Zum Terroristen wollte mich noch keiner machen. Fühl mich fast geehrt. Ich weiß gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Wir brauchen den Soulkiller. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Okay. Also was genau ist dieses Mikoshi eigentlich? Okay, von vorn. Wenn du verlinkt und im Net unterwegs bist, kann Arasaka dich frittieren und mit Soulkiller deine Psyche, Verstand und Seele fangen. Und? Kannst du noch folgen? Sicher. So bist du zum Konstrukt geworden. Genau. Mikoshi ist der Ort, von dem aus Soulkiller agiert, wo die Engramme gespeichert werden. Und was hat Mikoshi nun mit meinem Chip-Problem zu tun? Ist nicht gerade die hellste Birne im Lampenladen, hm? Vor 50 Jahren war Mikoshi der einzige Ort auf Erden, wo man im menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt. Digga, seine Zigarette. Dort wird alles enden. Du bringst dein Ding zu Ende und ich meins. Und wie willst du Arasaka diesmal fertig machen? Noch ein atomares Ass im Ärmel. Ja, nur diesmal heißt es Alt Cunningham. Sollte ich den Namen kennen? Noch nicht. Erst wenn wir haben, was wir suchen. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen nach Mikoshi. Hey, ich dachte, wir müssen diesen Finger, diesen Drecksfinger finden. Gebiet feindlich. Kampf? Ach du Scheiße, Digga. Also for real, das fucking Katana ist wesentlich stärker als alles andere. Alter. Krass, wie der rennt, ne? So, feindliches Gebiet. Ja, wie groß ist denn das feindliche Gebiet? Also ruf Judy an, optional. Okay, stimmt, wir haben es ja versprochen, ne? Wo ist denn Judy? Judy! Wo bist du nur? Hey, du rufst tatsächlich an. Doch versprochen anzurufen. Versprechen sind eine Sache, sie einzuhalten eine andere. Und? Hast du was rausgefunden? Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie an einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig Street. Scheiße, wie? Der Typ ist richtig mies. Jig-Jig Street, Alter. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie?